Entschuldigung, bitte. Brauchen Sie noch lange, oder? Weil sonst würde ich nämlich in der Zwischenzeit. Frau Pichlinger, heute geht die 34. Diagonale zu Ende. Können Sie bereits ein Resümee der heurigen Ausgabe ziehen? Absolut. Als Festival diskursiven Filmschaffens steht ja bei uns der Dialog im Mittelpunkt. Und das gilt nicht nur für unsere toll besuchten Branchenevents, sondern auch für unsere ausgewählten Filme, die dem Publikum innovative Grenzerfahrungen abseits des Mainstreams bieten und neue Perspektiven auf unsere Gesellschaft ermöglichen. Ich weiß gerade nicht, ob ich mich bei Ihnen entschuldigen oder Ihnen gratulieren soll. Unser Kurzfilmprogramm hat offensichtlich Eindruck auf Sie gemacht. Das gebe ich auch gerne als Feedback an unser Kuratorenteam weiter. Max, wer hat die Kurzfilme zusammengestellt? Wir haben die Einreichungen auf 20 Leute aufgeteilt und sie mit einem anonymisierten Punktesystem in drei Runden bewertet. Worauf ich hinaus will. Irgendwo sind alle von uns ausgewählten Filme Gewinner. Und auch ich würde am liebsten allen einen Preis geben. Aber so funktioniert ein Festival nun mal nicht. Und uns bleiben nur mehr 5 Stunden bis zur Preisverleihung. Und bis dahin habe ich noch 2 Pressetermine auf meiner To-Do-Liste, einen Empfang, bei dem ich 20 Sponsorenhände schütteln muss und das Abendessen. Und das Abendessen mit der Vizebürgermeisterin. Und ich stelle mich danach sicher nicht auf die Bühne und erkläre den Preisstiftern, dass sie ihr Geld behalten können, weil unsere Jury übergeschnappt ist. Wenn also irgendwo in diesem Programm der beste Kurzfilm aller Zeiten versteckt ist, dann sagen Sie mir das jetzt oder wir suchen selber irgendeinen. Max, mach dich doch bitte schon einmal fertig für den Klavierunterricht. Ja, mach ich. Ah ja, Max, ich habe dir noch gar nicht von unserem Galaabend erzählt. Wir werden ein neues Stück einproben. Debussy, Claire de Lune, das kennst du doch. Hm? Du wirst ganz alleine vor allen spielen. Das ist doch wunderbar. Wie lange dauern bitte die Kurzfilme bei Ihnen? Das ist immer unterschiedlich. Entschuldigung, wer sind Sie? Wo ist mein Vater? Er wollte gleich nach der Kurzfilmsichtung zurück ins Hotel kommen. Ja. Jenny Greisemann, richtig? Ja. Pass auf, Jenny. Das klingt jetzt alles vielleicht etwas seltsam, aber dein Vater ist hier drinnen und wir kriegen die Tür nicht auf. Ist ihm was passiert? Nein, nein, es geht ihm gut. Er ist nur irgendwie anders. Und was wird das jetzt? Spiel weiter. Oma, das Stück ist viel zu schwer. Ich kann das nicht. Maximilian, jetzt reiß dich bitte zusammen. So schwer ist es auch wieder nicht. Spiel weiter. Ich will aber nicht. Es ist mir egal, ob du willst. Du wirst jetzt weiterspielen. Nein. Maximilian, spiel jetzt weiter. Nein. Verlock noch einmal, Maximilian. Da, spiel! Inadäquate Dekorationselemente, wiederholtes illegales Grillen außerhalb der Grillsaison. So, jetzt bräuchte ich nur mehr Ihre Unterschrift, dass ich Sie über die Gründe der fristlosen Kündigung ausreichend informiert habe. Über Nachfolger brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Interessenten, die sich gerne an die Spielregeln unseres Kleingartenvereins halten, gibt es genug. Der Stift geht nicht. Das ist mir noch nie passiert. Aber das geht gleich raus mit Wasser. Das ist überhaupt kein Problem. Bei der Abschlussgala heute Abend werden dann die wichtigsten Filmpreise des deutschsprachigen Raums verliehen. Können Sie uns schon einen Hinweis geben, wer einen Preis bekommt? Da bin ich genauso klug wie Sie. Die Preise werden bei uns nämlich von unabhängigen Jurys vergeben. Niemand weiß also vor heute Abend. Hallo? Wer tatsächlich einen Preis Hallo? Entschuldigen Sie mich einen kurzen Moment, bitte. Ist hier jemand?